Professor Dr. Heiner Flassbeck, der auch im Bundesfinanzministerium bei Oskar Lafontaine war. Herzlich willkommen, Heiner. Hallo, da guten ist Abend. Heiner, du hast. Hallo, Heiner. Du hast unsere Gespräche jetzt gehört. Hast du irgendwas zu kommentieren, was du vielleicht korrigieren musst? Ich habe nicht ganz alles gehört. Ich habe Wieselski gehört, aber Kreis habe ich leider nicht mehr gehört. Ich würde mal kommentieren, dass du am Anfang deinen Kommentar von zu viel Geld geredet hast. Da habe ich ein Problem. Warum? Ja, weil es das nicht gibt. Das ist eine konservative, neoklassische Theorie, dass diese Inflation, die gar keine Inflation war, die ist ja schon wieder weg, dass die durch zu viel Geld geschaffen wurde. Hans-Werner Sinn lässt grüßen. Ne? Und diese Theorie ist fundamental falsch in meinen Augen. Ja, den Eindruck wollte ich auch gar nicht erwecken, aber ich habe natürlich von viel Geld gesprochen und das muss man auch in die Hand nehmen, wenn man etwas für die Wirtschaft tun möchte. Du bist also kein Anhänger der sogenannten Modern Monetary Theory, wenn ich das richtig verstehe. Nein, weder das mit dem vielen Geld ist zunächst mal der Monetarismus, davon bin ich kein Anhänger, das ist Milton Friedman, das waren die Chicago Boys, davon bin ich kein Anhänger, aber ich bin auch kein Anhänger der Modern Monetary Theory, das ist richtig. Das heißt also, der Staat ist nicht unbegrenzt kompetent, neues Geld zu drucken, beziehungsweise die EZB, das bringt dann doch Nachteile, wenn ich es richtig verstehe. Es gibt ja auf der Linken auch welche, die das Gegenteil sagen. Nein, es ist unbegrenzt ist sowieso nicht. Unbegrenzt ist nicht, worüber wir reden sollten. Es ist genauso unsinnig, wie wenn man sagt, MMT, also die Monetary Theory, sagt immer, der Staat kann nicht pleite gehen. Das ist überhaupt kein Problem, was uns interessiert. Das wissen wir seit 100 Jahren, dass der Staat nicht in seinem eigenen Geld pleite gehen kann, weil er es drucken kann. Das ist eine unglaubliche Trivialität. Aber wir müssen uns darüber immer unterhalten, was könnte zu viel Geld sein und was ist zu wenig. Das ist aber ganz schwierig, wenn es um das Notenbankgeld geht. Da wissen wir einfach unheimlich wenig. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, die Notenbanken haben Geld sozusagen, dieses Notenbankgeld in die Welt gesetzt. Aber das ist ja nicht irgendwo angekommen. Also ich sage immer, ich habe nichts gekriegt. Ne? Komischerweise hat mir keiner was überwiesen. Dir vielleicht auch nicht. Und wenn wir nichts gekriegt haben, wie soll es dann zur Inflation geworden sein? Wir müssen ja das Geld ausgeben, damit es zur Inflation führt. Nein, das Geld hat bei den blöden Banken gelegen. Und da hat es auch gelegen. Und es hat nichts getan. Und deswegen ist diese Theorie vollkommen vom Himmel gefallen und falsch, dass man da zu viel Geld gedruckt hätte. Die EZB setzt immer den Zins. Und die hat den Zins gesetzt. Die hat ihn niedrig gesetzt, weil wir Deflation hatten. Und jetzt haben wir Preissteigerungsraten gehabt, aber die ist auch schon wieder vorbei. Also das war auch keine Folge der EZB-Politik, sondern wir wissen alle, was die Folge war. War Folge von Ukraine-Konflikt, Folge von Corona ein bisschen. Und es war ein internationaler Preisschub, der die ganze Welt erfasst hat. Und wir müssen da was bezahlen. Aber wir haben nicht an, was man auch immer bedenken muss, wenn man über Gewerkschaften redet, vorhin hast du ja mit Wieselski geredet, man muss immer bedenken, wir haben vieles gar nicht an unsere Unternehmen bezahlt, sondern wir haben es ja in den Rest der Welt bezahlt. Ne? Katar und Saudi, die sind unendlich reich geworden dadurch. Die saudische Ölgesellschaft Aramco hat in einem Quartal im letzten Jahr, im dritten Quartal, allein in einem Quartal 40 Milliarden Gewinn gemacht. Da ist unser Geld hingegangen. Ne? Das müssen wir auch immer im Auge behalten. Da ist es hingegangen. Die Gründe will ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen, aber das ist nun mal ein Fakt. Aber das ist jetzt wieder vorbei. Die Preise haben sich normalisiert. Wir sind jetzt runter auf 2,9% in der Europäischen Währungsunion. Und das ist keine Katastrophe, sondern das ist der Zeichen dafür, dass es jedenfalls die Geldmenge nicht war. Was man übrigens auch sehr schön dran sehen kann, wenn man ein bisschen auf die Zahlen guckt. Es gibt jetzt schon Länder in der Europäischen Währungsunion, Belgien, Niederlande, die haben schon negative Inflationsraten. Ne? Das ist doch toll. Negative haben die jetzt schon. Die haben minus 1,5% im letzten Monat gehabt. Und das zeigt, bei denen war ja auch Geldmenge. Wo ist denn die Geldmenge bei denen geblieben? Die ist da irgendwie nicht aufgetaucht. Ja, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat damit zu tun, ob die Länder viel Strom verbrauchen und viel Gas verbrauchen und irgendwelche Energiestrukturen haben. Und was die Regierungen gemacht haben, ist auch sehr wichtig. Also haben die Regierungen subventioniert oder haben sie nicht subventioniert. Alles das hat in eine Gemengelage geführt, wo wir total unterschiedliche Preissteigerungen
quer durch die Europäische Währungsunion. Mit Geld und Geldmenge hat das absolut nichts zu tun. Bevor ich dich frage, das drohe ich schon an, was du, wenn du jetzt nochmal Staatssekretär im Finanzministerium wärst, vorschlagen und unternehmen würdest, möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen zu ganz früher, als es die Kritik an der Einführung des Euro gab. Als Oskar auf dem Parteitag der Linken, damals war er da noch gern gesehen und ist auch gerne hingegangen, Kritik daran geübt hat, wie der Euro sozusagen exekutiert wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, warst du da zumindest punktuell an seiner Seite. Was ist beim Euro falsch gelaufen? Nur ein kleiner Rückblick. Oh, es ist, da brauchen wir jetzt eine Stunde ungefähr für. Also es ist unheimlich viel falsch gelaufen. Der ganze Vertrag ist falsch. Der Maastricht-Vertrag ist falsch. Das ist eine falsche Konstruktion. Was wichtig ist für die Inflation, wurde nicht hineingeschrieben. Was unwichtig ist, wurde ganz doll hervorgehoben. Die Staatsschulden sind dort das Wichtigste, aber die haben mit der Inflation normalerweise überhaupt nichts zu tun. Vergessen wurde die Löhne. Die Löhne sind sehr wichtig für die Inflation, die wurden vollständig vergessen. Mit der Folge, mit der wunderbaren Folge, dass unmittelbar nachdem Oskar abgetreten ist, die deutschen Gewerkschaften unter dem Druck einer rot-grünen Regierung, ne, muss man ganz klar sagen, unter dem Druck einer rot-grünen Regierung Lohndumping betrieben haben, worunter ganz Europa heute noch leidet. Ne. Heute leiden wir noch unter dem Lohndumping der Deutschen Anfang der 2000er Jahre. 2003 war dann Agenda und all dieser Unsinn. Und das hat für die Währungsunion den größten Bruch überhaupt gebracht, den man sich denken kann. Und der ist heute nicht weg. Deutschland hat immer noch einen Leistungsbilanzüberschuss, also mehr Exporte als Importe von über 200 Milliarden. 250 werden es wahrscheinlich in diesem Jahr wieder sein. Das ist eine Katastrophe für Frankreich und für Italien. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, was ich machen würde, wenn ich Staatssekretär wäre. Das kann ich dir genau sagen. Das ist ganz einfach. Ich würde mir im ersten deutschen Fernsehen oder im zweiten oder in beiden per Gesetz jede Woche eine Stunde geben lassen, wo ich den Leuten ein bisschen Volkswirtschaft erkläre. Das ist das Wichtigste. Wir sind blöde. Wir sind echt blöde. Wir erzählen einen Mist von morgens bis abends und wir kriegen einen Mist erzählt, der ungeheuerlich ist, gerade wenn es um Schulden geht und um Europa geht. Das ist irre, was wir da erzählt kriegen. Und das ist das Wichtigste. Das wäre das Wichtigste. Man müsste, es muss eine kompetente Stimme geben, die in der Lage ist, den Leuten mal einen Zusammenhang zu erklären. Aber wir haben nirgendwo Leute, die das könnten. Wir haben in der Regierung niemanden, der auch nur den Hauch eine Ahnung hat. Wir haben an der Spitze der Europäischen Kommission Frau von der Leyen und einen Herrn Gentiloni, der auch von Ökonomie null Ahnung hat, der sitzt im Finanzressort, das muss man sich vorstellen. Und dann haben wir an der Spitze der EZB Frau Lagarde, die auch keine Ahnung hat. Das ist toll, das ist wirklich super. An die Spitze der EZB haben wir übrigens jetzt fast lauter Politiker gesetzt, die ein Zeug daherreden, das ist ungeheuer. Und daran mangelt es, daran mangelt die ganze europäische Lage, daran mangelt aber übrigens auch viel weitergehend die Weltlage. Wir reden über Migration, wir haben Angst vor den Leuten, die da kommen. Ja, warum die Leute kommen, fragen wir immer noch nicht. Was wir kaputt gemacht haben in den Entwicklungsländern, ich habe mich ja 10 Jahre bei der UNO mit Entwicklungshilfe befasst, was wir kaputt gemacht haben, das interessiert uns überhaupt nicht. Ne? Wir schicken da immer die wunderbaren Jungs vom Internationalen Währungsfonds hin, die zerdeppern die Regierung und die Länder mit Neoliberalismus. Und dann wundern wir uns, dass die Leute da weg wollen. Ja, die wollen weg. Was sollen sie denn sonst machen? Wenn sie keine Perspektive haben für 100 Jahre, ja, dann macht sich jeder junge Mensch, der macht sich auf die Beine und geht los und versucht irgendwo hinzukommen, wo er den Hauch einer Chance hat. Bei uns ist ja auch nicht toll, aber immerhin hat man hier den Hauch einer Chance. Dort hat man keine Chance. Und da regen wir uns drüber auf. Wir regen uns aber darüber auf. Wir machen jetzt alle Grenzen zu und so. Vielleicht das ist doch. Irre. Vielleicht doch nochmal, nee, dass du den Punkt erläuterst. Die Wirtschaft in afrikanischen, in anderen Ländern wird kaputt gemacht. Internationalen Währungsfonds hast du genannt. Andere sind noch mit bei. Eben haben wir gerade bei Professor Kreis was über die Rolle der Heuschrecken nochmal gehört, wobei das noch andere sind als Heuschrecken, die dazukommen. Und dadurch wird denen keine wirtschaftliche Perspektive gegeben, zu Hause zu bleiben. Es ist, wäre ja, also genau. Doch die, eine sinnvolle. Ja, bitte. Ja, das der vielleicht Bundeskanzler noch mal, reist nach das gehört zu den Dingen, die du. Ja, natürlich. Der Bundeskanzler reist nach Afrika und redet mit den Leuten über Einwanderung und versucht, die Leute dort zu halten. Er hat noch nie, ich habe noch nie einen intelligenten Satz vom Bundeskanzler über Entwicklungshilfe überhaupt nicht, über Entwicklungspolitik gehört. Darüber, wie man
auf Augenhöhe mit diesen Ländern vernünftige Politik macht. Noch nie. Er hätte mich immer fragen können. Ich bin der einzige deutsche Ökonom, der sich 10 Jahre lang mit nichts anderem beschäftigt hätte. Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja nichts wissen. Wir wollen einfach nichts wissen. Ne? Das ist das Hauptproblem. Wir wollen gar nicht wissen, was irgendwie inhaltlich Sache ist. Herr Lindner will nichts wissen, Herr Scholz will nichts wissen. Habeck möchte vielleicht was wissen, aber nur das, was ihm gut gefällt. Und dann ist es vorbei. Dann geht es halt nicht. So kann man keine Politik machen. Und in den Entwicklungsländern haben wir unglaublich Schaden angerichtet. Wir haben den Schaden angerichtet, ne? Über unsere Vertreter aus Washington. Und zwar in allen Regionen, in Lateinamerika, in Afrika, in Osteuropa, überall. Nur Asien, die waren klug. Die Asiaten waren ein bisschen klüger als die anderen und haben diese Jungs zum großen Teil gar nicht hereingelassen. Ne? Deswegen es ist es die einzige Region, die erfolgreich ist auf dieser Welt. Und deswegen beneiden wir sie jetzt. Und deswegen finden wir es ganz furchtbar, dass die Chinesen auch hochgekommen sind. Ne? Eine kommunistische Partei ist das erfolgreichste Land der Welt. Das ist ja Katastrophe. Da müssen wir jetzt gegen angehen. Da müssen wir jetzt systemische Rivalität machen. Pff, wir sind nicht mehr ganz klar. Hat dich das mit Triumph beseelt, als du gehört hast, das Bundesverfassungsgericht hat die 60 Milliarden, die von Corona rüber zum Klima sollten, aus dem Schattenhaushalt gestoppt? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es eine Katastrophe, weil jetzt wird kommen, kannst du nur, brauchst nur die Titelstories zu hören. Heute hat Herr Oettinger, der größte Ökonom des Jahrhunderts, hat gesagt, jetzt müssen wir an den Sozialhaushalt ran, ne? Und noch schöner, Frau Dr. Wörl, eine Multimillionärin, hat gesagt, wir dürfen uns nicht im sozialen Netz ausruhen. Das finde ich toll. Also das finde ich wirklich super. Ja. Wir dürfen sich ausruhen. Sie und ich, wir dürfen uns nicht ausruhen im sozialen Netz. Also freundlich. Ne? Und das geht alles so durch. Und das kommt jetzt. Als nächstes kommt ja die CDU dran. Die sind ja sowieso abgewirtschaftet jetzt. Und die CDU kommt dann, macht mit der SPD. Und vielleicht haben sie Glück, dass es mit der FDP noch reicht. Und dann machen die Kahlschlagpolitik wie immer. Und das zeigt, dass wir nichts kapiert haben. Nichts haben wir kapiert. Ne? Und das Verfassungsgericht, den kann man keinen Vorwurf machen. Die haben halt keine Ahnung. Das sind halt definitionsgemäß keine Ahnung. Aber dass eine Regierung nicht in der Lage ist, zu erklären, der Bevölkerung zu erklären ist, was ein Schuldenstand ist und warum man Schulden machen muss und warum es gar nicht ohne Schulden gehen kann und warum diese Schuldenbremse absoluter Schwachsinn ist, das ist das eigentliche Problem. Angenommen, der Oskar riefe dich jetzt an oder hat es dich auch angerufen. Berate doch mal Sarah für das BSW. Was würdest du ihr raten, für die Europawahlen und die darauffolgende Bundestagswahl oben ins Programm zu schreiben? Tja, das ist das hypothetisch. Das entscheidende Thema ist Europa, wie kriegen wir diese missglückte Währungsunion wieder auf die Reihe? Ich bin überhaupt nicht gegen Währungsunion im Prinzip. Ne? Es ist nur eine falsche Währungsunion, es ist ein falscher Vertrag. Und wie kriegen wir Europa wieder auf die Reihe und wie kriegen wir überhaupt eine europäische Partnerschaft hin? Und das geht im Moment in erster Linie die nächsten 2 Jahre nur über die Schuldenfrage. Deswegen das ganz oben muss stehen, Aufklärung der Menschen über Schulden, über staatliche Schulden. Solange wir das nicht hinkriegen, solange man der Masse der Menschen nicht erklärt, ne? wie die Zusammenhänge sind, wird es nicht funktionieren. Also ich kann nur sagen, ich gehe in Unternehmerveranstaltungen jetzt im Sommer, eine Unternehmerveranstaltung, da sind 50 Unternehmer, alle stockkonservativ. Nach einer Stunde haben die es alle begriffen. Ne? Eine Stunde haben die es alle begriffen und sagen alle, warum sind wir so blöd? Und das kann man der Bevölkerung auch erklären, die sind blöder als die Unternehmer. Und insofern Aufklärung, das ist das, worauf es ankommt. Schulden sind nicht böse, Schulden sind das Normalste von der Welt. Der Staat muss immer Schulden machen, der Staat muss ganz besonders Schulden machen in Deutschland, weil in Deutschland die Unternehmen, die eigentlichen Schuldner, schon seit 20 Jahren keine Schulden mehr machen. Und deswegen, es kann niemand sparen, ohne dass ein anderer Schulden macht. Das muss man den Leuten erklären. Du kannst nicht dein Zeug irgendwo hintragen und glauben, es wirtschaftet von alleine, das Geld wirtschaftet von alleine. Nee, es muss einer Schulden machen, mindestens in gleicher Höhe die Ersparnisse. Und das Zeug produktiv investieren, sonst funktioniert es nicht, sonst gibt es keine Produktivität, hast du ja vorhin auch drüber geredet und alles, das gibt es alles nicht, wenn wir diesen einfachen Zusammenhang nicht begreifen. Und das ist der zentralste Zusammenhang, um den es geht. Und ich wenn Oskar anrufen würde, aber der ruft nicht an, dann würde ich sagen,
Gib mir einen Tag und ich schreibe dir zwei Paragraphen auf, wo alles drinsteht. Abschließende Frage. Es gibt ja durchaus sich Keynesianer nennende Leute, die im Krieg und der Waffenproduktion einen Wirtschaftsimpuls sehen und die dann auch der Meinung sind, dass ja, Schulden dafür gemacht werden. Es gibt die 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr. Am kommenden Samstag demonstrieren in Berlin hoffentlich ein paar zigtausend Menschen für Frieden und Abrüstung. Hat zwischen dieser Friedensbewegung und dem, was dir politisch oder finanzpolitisch vorschwebt, irgendeine Brücke, gibt es dort irgendeinen Impuls, den man benennen kann, der auch in der Friedensbewegung einen wirtschaftlichen Sinn sieht? Naja, Rüstung ist immer unproduktiv, ne? Das Unproduktivste, was man auf der Welt machen kann, ist Panzer herstellen. Das ist das Blödeste, was man überhaupt tun kann. Und bevor man das macht, sollte man gründlich nachdenken und sollte fragen, ob es wirklich die Feinde gibt, die man da bekämpfen kann. Und kann man sie überhaupt bekämpfen? Und kann man, was ja heute offensichtlich niemandes Meinung mehr ist, kann man das tun im Lichte der Drohungen mit Atomwaffen? Das ist doch immer noch die alte Frage, um die es geht. Und Waffen herzustellen, mit denen man hier durch die Gegend fährt und bis Polen fährt, ist das Dümmste von der Welt, weil das ist dafür gibt es keinen Sinn, aber das ist ein breites Thema. Und wirtschaftlich braucht man das schon gar nicht. Man braucht überhaupt keine Rüstung. Also die USA ist ein bisschen anders, weil die unendlich aufgerüstet sind, aber bei uns spielt das eigentlich gar keine Rolle. Es ist quantitativ ganz wenig und wenn wir das gar nicht hätten, wäre es auch gut. Aber jetzt gerade ist wieder toll, weil jetzt sieht man in den Auftragseingängen für die deutsche Industrie, besonderer Fahrzeugbau heißt es, glaube ich, oder so, da sind die Panzer jetzt, jagen die Aufträge nach oben und toll. Davon haben wir leider dann am Ende außer den Leuten, die daran Geld verdienen, natürlich. Wo kann man mehr nachlesen von dir? Auf meiner Seite Relevante Ökonomik heißt die im Internet. Da sind auch alle Bücher aufgeführt. Ich habe letzten 4 Jahre zweimal einen Atlas der Weltwirtschaft herausgegeben mit Friederike Spieker, wo wir wirklich versuchen, die ganze Welt zu erklären, auch diese IWF-Problematik, die Entwicklungsländerproblematik. Ja, und im nächsten Frühjahr wird ein ganz dickes Buch von mir erscheinen, wo ich dann versuche, alles, was ich weiß, hinzuschreiben. Das ist mir nie gelungen. Herzlichen Dank und herzliche Grüße an Professor Dr. Heiner Flassbeck und weiter zu empfehlen, was auf seinem Portal zu finden ist.